Dach zusammen. Diese Woche, am 15. August, feierte die Kirche das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Oder, wie der Volksmund sagt, Maria Himmelfahrt. Und auch hier heißt es da wieder, Bayern, du hast es besser. Denn dort ist ja bis heute es ein staatlicher Feiertag. Dazu eine wahre Geschichte. Mein Freund, der Kabarettist Jürgen Becker, oder wie ich immer sage, der liebenswerte Drecksack, hat sich zur Regel gemacht, gläubige Christen, vor allen Dingen hauptamtliche gläubige Christen, Folgendes zu fragen. Hören Sie mal. Glauben Sie wirklich, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, selbst wenn er mit Lichtgeschwindigkeit vor 2000 Jahren gestartet wäre, wäre er jetzt erst so auf der Höhe von Sirius. Und der Jürgen ärgert sich regelrecht, wenn auf diese Frage so eine verschwurbelte, verdruckste Nicht-Antwort kommt, so nach dem Motto, ja, das ist eher so symbolisch zu sehen oder so. Und er hat sich richtig gefreut, als ich auf diese Frage antwortete, natürlich glaube ich, dass Jesus in den Himmel aufgenommen und aufgefahren ist. Ich glaube so ja, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist. Natürlich nicht in einer Art gigantischen Raketenstart von Cape Canaan, obwohl NASA und Nazareth ja irgendwie zusammenhängt. Nein, es ist so zu sehen und von daher auch der Ausdruck besser, nicht Himmelfahrt, sondern Aufnahme in den Himmel, wie es in der Bibel heißt, Jesus wurde vor ihren Augen, ihren Blicken entzogen. Und dann war er weg. Also nach dem Motto, ich bin da mal weg. Daran glaube ich. Warum? Ja, pass auf. Wenn es Gott gibt, ist er per Definitionem jenseits jeglicher Kategorie. Also auch jenseits der Kategorie von Raum und Zeit. Wäre es nicht so, wäre er den Kategorien Raum, Zeit, Kausalität etc. ja unterstellt und damit nicht Gott. Nein, er ist jenseits aller Kategorien. Und wenn wir Feste feiern, die diese Kategorien sprengen, ist es im Grunde genommen nichts anderes als ein anderes, alternatives Bild für die großartigste, hinreißende, herrlichste und befreiendste Botschaft des ganzen Universums, nämlich die österliche Botschaft, dass die Kategorien Raum, Zeit und damit vor allen Dingen natürlich Tod nicht die letzte Macht auch über die Menschen haben. Es ist eine andere Ausdrucksweise für jene Botschaft, die ich schon oft gesagt habe und immer wiederholen werde. Die österliche Botschaft, die da lautet, du Mensch hast eine Seele und diese deine Seele ist einmalig und kostbarer als das ganze Universum und nichts, weder Zeit noch Raum und also auch nicht der Tod, können diese Seele zerstören. Es ist die österliche Botschaft, die wir in diesen Festen feiern. Und deshalb ist sie so wichtig, sind diese Feste so wichtig, und deshalb kann ich daran glauben. Fehlt noch ein Karlauer über jenes Thema. Und ich entschuldige mich noch einmal im Voraus schon bei meinen lieben Freunden aus dem schönen Düsseldorf. Dieser Karlauer geht so. Was sind 1 Million Düsseldorfer vom Himmelstor? Die größte Rückrufaktion der Menschheitsgeschichte.
und dem Jachten des Lebens ist Humor der beste Dung. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, sät der bergische Jung. Sagt an, wer ist doch diese, die dort am Himmel steht?